Das Jahr 2020 neigt sich schon dem Ende zu. Ein Jahr, das uns allen sicherlich in Erinnerung bleiben wird. Wir möchten an der Stelle aber schon mal einen Blick nach vorne werfen. Was könnte uns 2021 erwarten? Mit Blick auf die Konjunktur haben wir das Schlimmste hinter uns. Mit Blick auf die Aktienmärkte gibt es vielleicht noch mal einen weiteren Schub nach oben. All das besprechen wir mit Uwe Burkert, dem Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg, der heute mal wieder bei uns ist. Sie haben ja heute auch Ihre Prognosen für das Jahr 2021 veröffentlicht. Umso schöner, dass Sie Zeit gefunden haben. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wir haben vielleicht ein Licht am Ende des Tunnels aktuell. Es gibt jetzt die Impfstoffhoffnung. Teilen Sie das? Ja gut, eigentlich geht momentan aus zwei Richtungen die Sonne auf. Zum einen mal aus dem Osten, wie wir es gewöhnt sind. China ist ein massiv treibender Faktor, gerade auch für die Industrie in Deutschland, auch Baden-Württemberg. Und die zweite Sonne, die gleichzeitig aufgeht, ist das Thema Impfstoff. Auch hier aus Mainz, aus Tübingen in Verbindung mit amerikanischen Unternehmen. Von daher, ja, ich glaube, es wird nächstes Jahr ein bisschen wärmer. Ja, das hören wir alle umso lieber am heutigen Tag. Und auch man merkt ja, an den Aktienmärkten macht sich die Hoffnung breit. Blicken wir auf die Konjunktur. Wenn Sie sagen, da ist vielleicht das Schlimmste schon überstanden, wie könnte es nächstes Jahr weitergehen? Ich habe so ein schönes Zitat in der Pressemitteilung gefunden. Die Wirtschaft ist wie ein Gummiball. Wie ist das zu verstehen? Naja, also wenn man einen Gummiball von relativ weit oben fallen lässt, dann prallt er natürlich mit echt Heftigkeit wieder ab. Und das ist das, was wir jetzt gerade sehen. Das erste Quartal war der Sturz nach unten, das dritte Quartal war massiv nach oben. Und jetzt geht es im vierten Quartal wahrscheinlich wieder ein Stück weit runter. Und dann läuft es im nächsten Jahr ein bisschen aus. Und die große Leistung ist ja schon damals, wie beim Kinderspiel auch, den Gummiball immer wieder entsprechend in Bewegung zu bringen. Und da sind momentan viele Programme angeschoben worden von seitens des Staates. Die Geldpolitik hat auch kräftig dazu beigetragen, dass der Ball in Bewegung bleibt. Ich glaube, dass das im nächsten Jahr wirken muss. Und um das wirken zu lassen, brauchen wir natürlich auch ein entsprechendes Spielfeld, wo dieser Ball dann auch entsprechend Freude bringen kann. Und Sie sagen, die Hoffnung kommt auch aus dem Osten. Inwieweit schiebt uns China an? Wie viel Rückenwind dürfen wir da erwarten nächstes Jahr? Ja, wir gehen davon aus, dass die chinesische Wirtschaft nächstes Jahr um satte 7,5% wächst. Und nachdem sie dieses Jahr schon um rund 2% wachsen wird. Das heißt, China zieht, die Konjunkturlokomotive zieht. Und zur Unterstreichung dessen hat sich ja am Wochenende die Freihandelszone, die größte Freihandelszone der Welt gebildet, was dann auch im nächsten Jahr spürbar einen Schub bringen wird, sodass wir wahrscheinlich in ein chinesisches Jahrzehnt einmünden werden. Und ich meine, die Industrie in Deutschland, in Baden-Württemberg, spürt schon jetzt die Aufträge aus China. Und es wird sich in den nächsten Jahren nochmal deutlich verbessern, bevor dann irgendwann die Chinesen auch stärker als Konkurrent auftreten. In manchen Branchen spüren wir das jetzt schon. Also Rückenwind aus China, da können wir nächstes Jahr einiges erwarten. Konjunkturell hofft man natürlich auch auf die Regierung, die einiges tut. Corona, hoffentlich ein Licht am Ende des Tunnels. Wie sieht es aus mit den Notenbanken? FED, EZB, was können wir da erwarten? Die Notenbanken werden relativ lang begleitend da sein und vielleicht auch die ein oder andere Übertreibung mit sich machen lassen. Das heißt, sie werden eher später als früher den geldpolitischen Impuls zurückdrehen. Die spannende Frage ist, wie werden die Märkte das abtesten? Also weil jeder Versuch der Notenbanken ein bisschen den Fuß vom Gas runterzunehmen von den Aktienleuten oder von den Aktienmärkten immer kritisch gesehen wird und dann vielleicht auch mal runtersacken, ein Durchsacken möglich ist, bevor dann die Gewinne tatsächlich auch wieder ein höheres Niveau wieder rechtfertigen. Also das wird schon nochmal ein bisschen ein spannendes Spiel sein. Und auch das erinnert ein bisschen an so einen Gummiball. Ja. Ich glaube nicht, dass er jetzt massiv in den Keller fällt, ja, aber dass er immer mal wieder durchsackt, das ist durchaus ein Szenario, was wir für nächstes Jahr haben. Bei so viel Optimismus kann man ja auch Rückenwind an den Aktienmärkten erwarten. Das sind ja aktuell schon über 13.000, haben eine enorme Erholung schon wieder aufs Parkett gelegt. Wie viel trauen Sie den Märkten im nächsten Jahr zu? Na, wir erwarten Ende nächsten Jahres 14.500 im DAX. Gehen noch von dem DAX 30 aus. Mal gucken, ob sich da auch noch was ändert. Da ist ja die Struktur auch in der Diskussion. Und je nachdem, wie die Zusammensetzung ist, kann das in die eine oder andere Richtung gehen. Wir glauben, dass wir in Europa eine Initiative brauchen, dass wir auch einen Nasdaq-ähnlichen Index bekommen. Und was wir in Europa auch brauchen, ist, glaube ich, einen stärkeren Fokus aufs Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass das ein großer Punkt sein wird, wo auch die Europäer mit einem eigenen Weg, auch im Indexweg vielleicht Flagge zeigen sollten. So ein Eurostoxx nachhaltig in großer Form gegenüber den Dow Jones und S&P 500 dieser Welt ist, glaube ich, notwendig. Das Thema kommt ja jetzt auch immer mehr Bewegung. Wenn man über die Aktienmärkte spricht oder über die Konjunktur, da
darf der Ölpreis natürlich nicht fehlen. Wie sind Ihre Prognosen da? Also im Zuge dessen, dass in China die Wirtschaft sehr gut laufen wird und das asiatische Gebiet drumherum auch sehr wachstumsstark sein wird, sehen wir wieder ein bisschen mehr Nachfrage nach Öl. Und das bringt den Ölpreis dann in Richtung 50. Aber wir würden auch beim Ölpreis jetzt nicht die Bäume unendlich in den Himmel wachsen sehen, weil es ist ja politisch auch gewollt, dass der Verbrauch fossiler Brennstoffe nach unten geht. Und wir könnten uns dann durchaus auch vorstellen, dass entsprechende Besteuerung den Ölpreis dann nochmal künstlich verteuert. Das heißt, wir haben das eigentliche Rohölpreis, der ist vielleicht relativ niedrig, aber das, was Verbraucher und Unternehmen zahlen müssen, kann dann durchaus deutlich steigen, je nachdem, wie dieses Instrument der CO2-Abgabe dann auch in den einzelnen Ländern umgesetzt wird. Und wenn die Amerikaner jetzt wieder mitmachen unter Herrn Biden, könnte da eine neue Dynamik entstehen. Also eine ordentliche Erholung der Wirtschaft, ein Ölpreis, der wieder auf 50 Dollar ansteigt. Und dem DAX traut unser Chefvolkswirt Uwe Burkhardt auch einiges zu. 14.500 Punkte, so die Prognose der LBBW für das kommende Jahr. Ganz herzlichen Dank für die Einschätzung. Sehr gern, Dankeschön.